Shalom, ihr Lieben. Halleluja. Gelobt sei Jesus, der Christus, in alle Ewigkeit. Amen. Ja, in vielen Gesprächen, die wir als Brüder in letzter Zeit auch führen, gerade mit Menschen, die auch religiös waren und religiös sind, die also einer christlichen Organisation angehören, die sich mit dieser Welt einig geworden ist, also Kirchen, sogenannte Gemeinden, bibeltreue Gemeinden, all diese christlich-weltlichen Organisationen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und eingetragene Vereine, die diese Jochgemeinschaft einnähern sind, um bestehen zu können. Anders wird ja sonst nicht möglich. Bei diesen ganzen Gesprächen fällt uns mehr und mehr auf, und das ist auch belastend und erschreckend, dass das Wort der Wahrheit ja nicht mehr durchdringt, wie bei so einer Ente, die imprägniert ist, ja, durch das Federfell, was sie hat, das Federkleid. Ja, wenn die so in so ein Wasser eintaucht, da prallt das Wasser, das läuft einfach ab. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, dann würde sich das alles vollsaugen, dann könnte sie nicht mehr fliegen, dann würde sie irgendwann ertrinken. Aber diesen Eindruck haben wir, wenn wir mit Gläubigen reden, die wirklich denken, sie sind fromm, sie sind gerettet, sie sind erlöst, die den Namen Jesu bekennen und bezeugen, die so ja sagen, dass Gott in Bethlehem Fleisch geworden ist. Ja, das haben wir jetzt vor kurzem festgestellt in einem Austausch mit einer jungen Frau, wo wir hoffen, dass das noch mehr und mehr durchbricht, dass er erkennt, dass das alles nur religiös ist, weil dieses Glaubensbekenntnis haben so viele. Das haben sämtliche christliche Richtungen, Baptisten, Charismatiker, Pfingster, Neuapostolen, keine Ahnung, fast alle haben dieses Bekenntnis, dass Gott in Bethlehem Fleisch geworden ist. Ja? Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Das ist ja nicht das Evangelium vom Reich Gottes. Wen interessiert das, ob Jesus jetzt 2023 Mal in Bethlehem geboren worden ist oder nicht? Das spielt überhaupt keine Rolle. Was hat das zu bedeuten? Für mich, das spielt eine Rolle. Weil auch Geschichtsschreiber können das belegen, dass Jesus gelebt hat. Auch Zeichen und Wunder wurden durch außerbiblische Quellen bestätigt und viele Dinge mehr. Darüber braucht man sich ja nicht unterhalten, aber darum geht es auch ja nicht in der Bibel. Und was mich auch so sehr dabei erschreckt, ist, dass es wirklich kaum noch Menschen gibt, die das vernehmen, die dafür offen sind, die das hören können. Ja, wie der Herr das ja sagt, könnt ihr meine Worte nicht verstehen, sprecht ihr denn meine Sprache nicht? Ja, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Dass es diese Ohren ja nicht mehr gibt, die seine Stimme vernehmen können, also Herzensohren, die seine Stimme vernehmen können. Die Bibel gibt darauf Antwort, weil sie die Finsternis mehr lieben wie das Licht. Weil sie nicht wollen, dass der Gott der Bibel, der Christus, über sie herrsche. So haben sie es ja ausgesprochen. Es ist aber eine erschreckende Tatsache. Und das hat ja auch einen Werdegang. Ich meine, der Ruf, den uns der Herr aufs Herz gelegt hat, der ist ja mittlerweile 2 Jahrzehnte lang am Laufen. Und zwar ist es der Ruf, tut Buße und geht aus mein Volk, spricht der Herr, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Sünden und somit auch nicht die Plagen empfangen werdet, die sie treffen werden. Diese Hure, die eins geworden ist mit dieser Welt.
wir hatten mal, ich weiß nicht, wann das war, ihr Lieben, ich will auch nicht Falsches sagen, das war in der Zeit, als uns der Herr wirklich diesen Ruf aufs Herz gelegt hat und sie sendet hat in die Öffentlichkeit, nachdem 10 bis 15 Jahre Vorlauf war, so wie wir das ja auch bekennen durften in den Podcasts, bis es sich dahin zugespitzt hat, dass der Herr gesagt hat, jetzt wird nicht mehr gefragt, jetzt wird nicht mehr geschrieben, jetzt werdet ihr aufstehen und werdet ihnen sagen müssen, tut Buße und geht aus, mein Volk. Und die Sendung hat ja der Herr auch geschenkt, die ist ja auch ausgegangen. Die hat ja ihre Kreise gezogen, dem Herrn sei Dank. Und da hatten wir mal ein Prospekt, 10, 12, 15 Jahre lang ist das her, das war genau in dieser Zeit dieses Rufens, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Da ging es um die Botschaft, die drei Engel in der Offenbarung laut verkünden. Ich kann das mal aufschlagen, ich habe diese Stellen noch alle rausgesucht, um den Punkten mal nachzugehen, die mir so auf dem Herzen liegen, die immer mehr und mehr offenbar werden, immer deutlicher offenbar werden. Und zwar steht hier geschrieben, das ist die Botschaft dieser drei Engel. Und in diesem Prospekt stand in diesem Zusammenhang, dass die Verwerfung dieser Botschaft den Höhepunkt des Abfalls bewirken. Und das ist das, was wir erleben seit 2 Jahrzehnten, seitdem dieser Ruf ausgegangen ist an führende, leitende Oberhäupter sämtlicher Konfessionen und Kirchen, Sekten, Bibellehrer, Verkündiger bis hin zur Regierung dieses Landes, bis hin in TV-Sendungen, wie Wetten, das? Also wirklich alles abgedeckt und dieser Ruf ist ausgegangen. Tut Buße und geht aus, mein Volk. Und damals haben wir diese Broschüre in die Hand bekommen, wo in diesem Zusammenhang davon gesprochen wird, dass die Verwerfung dieser Botschaft, dieser Engel, den Höhepunkt des Abfalls erst bewirken, vorantreiben. Und das eine ist das, wenn man das liest, wenn man diese Stellen kennt, auch lange kennt, und das andere ist dann plötzlich, wenn es sich erfüllt, man darin lebt, also aus diesem Lesebuch ein Lebebuch wird, was dann auch sehr erschreckend ist. Und als Beispiel, zum Beispiel mussten ja die Propheten wie Jeremia dem König Israels verkündigen, dass wenn sie nicht ablassen von der Götzen, vom Götzendienst und von ihren Ungerechtigkeiten und all diesen Dingen, dass sie versklavt werden unter der Herrschaft Babyloniens. Das musste er verkündigen. Und irgendwann ist das aber auch eingetroffen, was er verkündigen musste. Und das hat er dann gesehen. Und das ist dann nochmal was anderes. Und das, was wir damals gelesen haben in diesem Prospekt, ist das, was wir heute sehen nach 2 Jahrzehnten, dass dieser Ruf verworfen worden ist. Dass das ja keiner mehr hören will. Dass sie die heilsame Lehre des Evangeliums vom Reiche Gottes verworfen haben. Dass sie sich Lehrer suchen, nach denen ihnen die Ohren jucken, weil sie die heilsame Lehre eben nicht mehr ertragen können. Es ist ihnen zuwider, es stößt sie ab, es ist ihnen ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Es widert sie an. Das geht ja nachher so weit, dass in der Offenbarung ja davon auch geschrieben wird, dass zum Beispiel den 2 Zeugen nachher das Maul gestopft wird. Nachdem sie ihr Dienst erledigt haben, werden sie ja überwunden werden und alle Welt wird sich freuen und sich Geschenke machen und jubeln und freuen, dass endlich diese Stimme, die sie zur Buße aufruft, zur Umkehr, die Gott die Ehre gibt, verstummt ist. Das ist dann das Ende.
Und mittlerweile ist das, womit ich angefangen habe, erleben wir es mehr und mehr, ganz praktisch, in Gesprächen, in Austausch mit gläubigen Leuten, mit christlichen Leuten, die ja sagen, sie kennen die Bibel. Und zwar fängt es an, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Sie ist dran. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Das ist die Botschaft des ersten Engels, wo wir nun nicht darauf warten müssen, dass irgendein Engel durch die Wolken flattert und mit einem Megafon diese Botschaft ausruft. Weil dieses ewige Evangelium ist keine neue Botschaft. Es ist jetzt keine neuartige Offenbarung. Denn der Herr hat uns alles durch sein Wort, die Bibel, offenbart. Seinen gesamten Ratschluss vom ersten Buch Mose bis hin zum letzten Buch der Offenbarung. Seinen gesamten Ratschluss hat uns der Schöpfer von Himmel und Erde offenbart. Und das ist keine neue Botschaft. Als ich das hier, wenn ich das hier lese, ihr Lieben, da fällt mir folgende Stelle zu ein. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Sprachen und Heiden und Völkern und Geschlechten. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, Meer und Wasserbrunnen. Ja? Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Liebet Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt und vom ganzen Vermögen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist immer noch ein und dasselbe Evangelium. Und zu diesem Vers hier fällt mir die Stelle ein: Unwissenheit. Das ist die Botschaft, die der Herr von Anfang an verkündigt hat. Und zwar steht da geschrieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber, jetzt, gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Und zwar darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will, den Erdkreis, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Hier hat er doch schon ausgesprochen. Das ist der Ruf der Buße, der Umkehr. Das Evangelium vom Reiche Gottes, einem unvergänglichen, unverwelklichen, ewigen und herrlichen Reich, was nichts mit diesem irdischen, sichtbaren, zeitlichen Reich zu tun hat, mit dieser Welt, die ja lediglich der Hände Werk unseres Schöpfers ist, ein Schatten seiner selbst, lediglich der Acker, damit hat das nichts zu tun, das ist für das Feuer bereitet. Das Evangelium, das ewige Evangelium, ist das Evangelium des Reiches Gottes, an dem man nun nur teilhaben kann, wenn man vom Neuem geboren wird. So wie der Herr zu Nikodemus in Johannes Kapitel 3 ausspricht. Was aus Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst vom Neuem geboren werden. Ansonsten wirst du das Reich Gottes, das ewig ist, unvergänglich, geistlich, nicht ererben. Denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Botschaft des Evangeliums des Reiches Gottes ist kurz und knapp gesagt: Wenn du leben willst, musst du sterben. Das ist das Evangelium vom Reiche Gottes. Denn
Das eine ist vom Fleisch geboren, aus dem Willen eines Mannes, unter die Sünde verkauft. Also in der Gesinnung unterwegs, in der dieser herrliche Cherub sich vor Grundlegung der Welt schon in seinem Herzen vorgenommen hat, den Thron Gottes zu besteigen, in seinem Hochmut, in seinem Reichtum, in seiner Weisheit, in seiner Schönheit, hat er in seinem Herzen beschlossen, Gottes Thron zu besteigen. Das ist die Geburtsstunde der Sünde, des rebellierenden Geistes gegen seinen eigenen Schöpfer. Wenn die Schöpfung sich aufmacht gegen seinen Schöpfer, das ist dieser rebellierende Geist, der in den Menschen Herz eingezogen und verwurzelt worden ist, als der Mensch sich im Garten Eden nicht mehr auf das Wort Gottes verlassen hat, also Gott vertraut hat, sondern dem Vater der Lüge, dem Teufel. Und seitdem ist der Mensch gefallen, unter die Sünde verkauft, beherrscht von dem Fürst dieser Welt, der sein Wirken in den Kindern des Unglaubens hat, dem Teufel, dem Vater der Lüge. Und diese Gesinnung nennt die Bibel fleischlich, irdisch, menschlich, teuflisch. Es ist der natürliche Mensch ohne Gott. Und das Evangelium vom Reich bietet einen jeden Menschen an, eine neue Kreatur zu werden. Ein Kind Gottes, geboren aus Wasser und Geist. Johannes 3. Der Herr fasste zusammen in Markus 16, 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Indem man nämlich seinem Fleisch, der alten Natur, der sündigen Natur, der gottlosen Natur, der rebellierenden Natur abstirbt. Also Gott recht gibt, dass an dem Fleisch nichts Gutes ist. Deswegen wurde der Herr Fleisch und hat das Fleisch ans Holz geheftet. Das ist das Gericht Gottes über das Fleisch, über diese irdisch-menschliche Gesinnung, die sich gegen ihren Schöpfer aufmacht und sich nicht demütigen will unter die Gewalt der Hand Gottes. Die Kreuzigung und das Begräbnis dieser Gesinnung. Weil wenn wir auf Golgatha schauen, auf den zerschlagenen und zermarterten Herrn, sehen wir die Sicht Gottes auf den Menschen. So sieht Gott dich. Das ist das, was du verdient hast. So viel Gutes ist an dir. Und es hat ihm gefallen, den Herrn so zu zerschlagen und zu zermartern. Denn es ist das Gericht über das gottlose Wesen, über das Fleisch, denn alles, was am Holz hängt, das sei verflucht. Der Herr ist nicht gekommen, um das Fleisch zu heiligen, sondern es auszurotten. Und zwar genau über diesen Weg. Glaube und Taufe, Tod und Auferstehung. Ja, im Fleisch zu sterben und im Geist aufzuerstehen. Römer 6, Kolosser 2, Apostelgeschichte 2,38, tut Buße und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und zum Empfang des Heiligen Geistes. So kurz und knapp ist das zusammengefasst. Und diese Lehre, dieses einfache Evangelium vom Reiche Gottes, kann der Mensch nicht mehr ertragen. Denn er will so bleiben, wie er ist. Er will sein eigener Herr sein. Und das ist die fleischliche, rebellierende Gesinnung, die ihren Ursprung beim Teufel hat und nun in dem Herzen der Menschen wohnt. Und deswegen ist diese Botschaft den Menschen ein Anstoß, ein Fels des Ärgernis und ein Stein des Anstoßes, ihr Lieben. Und diese Verwerfung dieser Botschaft, dieses Rufes, führt nun also zum Höhepunkt des Abfalls. Das ist dann, was man sieht in der Reihenfolge, die der Herr hier bei den Engeln vorgibt. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen,
Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Also die Verwerfung der Botschaft des ersten Engels, des ewigen Evangeliums, des Evangeliums des Reiches Gottes. Willst du leben, musst du sterben. Der Fremdlingschaft, der Durchreise, ja, dass wir ja nicht mehr von dieser Welt sind, dass der Herr ja nicht in diese Welt gekommen ist, um sich in dieser Welt einzurichten, sondern in diese Welt gekommen ist, um ihr zu bezeugen, dass ihre Werke böse sind. Er war lediglich auf der Durchreise, um dieser Welt zu bezeugen, dass sie böse ist und uns Menschen davon zu überführen und zur Buße zu rufen und uns zur Gotteskindschaft einzuladen, einem ewigen, unvergänglichen, herrlichen und unverwelklichen Erbe, einem neuen Himmel und einer neuen Erde, dem himmlischen Jerusalem. Halleluja! Diese Welt hier, es wird Feuer bereitet, denn sie ist zeitlich, irdisch, vergänglich, sichtbar. Und hier wird nun also durch den Herrn festgelegt, dass die, die diese Botschaft ja nicht angenommen haben, das bewirkt den Fall. Dann kann man sagen, naja, woher nimmst du dir das? Wir haben vor kurzem betrachtet in einem Video im 2. Thessalonischer Brief, da geht es um die Wiederkunft des Herrn und unsere Versammlung zu ihm, dass es Menschen gibt, die behaupten, dass der Tag des Herrn schon da sei. Und zwar indem sie behaupten, dass sich bereits alles erfüllt hat, was sich erfüllen muss, damit der Herr uns heimholt, heimlich und still vorentrückt. Aber genau davor warnt Paulus in diesem Brief und in diesen Zeilen und sagt, dass das eine falsche Lehre ist und dass wir uns dort nicht verführen lassen sollen. Denn bevor dieser Tag und unsere Wiedervereinigung mit dem Herrn kommt, zuvor muss der Sohn des Abfalls, der anstatt Christus, der sich anbeten lässt als Gott, offenbar werden. Vorher. Und erst danach kommt der Herr in Kraft und Herrlichkeit und wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Das sagt der Bruder Paulus hier ganz klar. Und jeder, der diese Wahrheit verwirft und die Liebe zur Wahrheit verlassen hat, indem er sie nicht annimmt, durch die er hätte gerettet werden können, da spricht der Herr eine unmissverständliche Konsequenz aus, die ziemlich hart ist, die aber genau zu dem, was die Botschaft dieser drei Engel zusammenfasst, ausdrückt. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur das, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes durch die Erscheinung seiner Zukunft, ihm ein Ende machen, ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden. Und zwar dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig gerettet würden. Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden. Und darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Da wird genau das beschrieben. Weil, wenn es so weit ist, dass Gott, der übrigens der Einzige ist, der den Menschen überführt und zur Buße leitet, den Menschen kräftige Irrtümer sendet, sodass sie der Lüge glauben, dann ist der Zug abgefahren, ihr Lieben. Denn derjenige, der Einzige ist, der dich retten kann, dir den Geist des Irrtums und der Lüge sendet, dann hat er dich dahin gegeben. Dann ist Schluss. Und immer mehr bekomme ich persönlich jetzt als Bruder den Eindruck, dass wir immer deutlicher
dass sich dorthin immer deutlicher bewegt, immer mehr drauf mehr zumündet, zuspitzt, weil ich kaum noch Menschen treffe, die die Stimme des guten Hirten vernehmen können, sondern die an all diesen irdisch gesinnten Lehren festhalten, wie einer stillen und heimlichen Vorentrückung, sodass ich den bestimmten Leiden Christi, die uns vorherbestimmt sind, durch den Herrn, das sind die Fußtapfen, das Beispiel, das Vorbild, das er uns als unser Haupt vorgegeben hat, denen wir folgen sollen, sodass uns nichts anderes zu erwarten hat, wie das Haupt, der Hass der Welt, Verrat, Verleumdung, Verfolgung, Trübsale, Drangsale, Nöte. Genau dazu sind wir berufen als Glieder an seinem Leib. Und das will der Mensch nicht. Das Fleisch, die fleischliche Gesinnung, die ihren Ursprung in diesem hochmütigen, gefallenen Engel hat, will sich nicht demütigen unter die Gewalt der Hand Gottes. Sie will sich nicht erniedrigen, das eigene Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen und nur noch dafür da sein, um Gott und den Nächsten zu dienen, sondern diese Gesinnung will herrschen. Er dreht sich bei dieser Gesinnung immer nur um sich selbst, um die eigene Meinung, um das eigene Werk, um den eigenen Ruhm, um das eigene Ansehen, um die eigenen Erkenntnisse. Er dreht sich immer nur um sich selbst, zwar mit christlichem Anstrich, denn die Verführung zur Endzeit kommt ja im Namen Jesu. Endzeitrede? Jesu. Das ist die Antwort auf die Frage der Jünger, was das Zeichen seiner Wiederkunft sein wird. Und die erste Antwort ist die fromme Verführung in seinem Namen. Und sie haben diesen Ruf verworfen. Und auch die Liebe zur Wahrheit, zu dieser biblischen Wahrheit, haben sie nicht angenommen, auf dass sie gerettet werden können. Und dann wird Gott ihnen diesen Geist des Irrtums senden. Dann wird er sie dahin nehmen. Und das ist natürlich der absolute Fall. Weil da ist ja zu. Wenn Gott sagt, ab hier ist Schluss, jetzt gebe ich euch dahin, ist Schluss. Und das ist das, was in der Offenbarung hier beschrieben wird. Erst der Ruf des Evangeliums, des ewigen Evangeliums für alle, die auf Erden wohnen, also weltweit, sodass das Evangelium, auch in der Endzeitrede so beschrieben, aussieht an alle Enden der Erde. Ist doch passiert. Die Leute haben nichts zu essen, aber selbst im tiefsten Busch haben sie ein Smartphone und können per Bibel-App nachkicken, was der Herr von uns will. In jeglicher Sprache, in jedem Land, überall. Dieses Wort des Evangeliums ist ausgegangen in alle Welt. Und diese Stimme ruft: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Also dieser festgelegte Zeitpunkt, dieser festgelegte Tag, so wie wir in der Apostelgeschichte gerade gelesen haben, dass der Herr einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den Richter der Lebendigen und Toten, Christus selbst, bei seiner Wiederkunft in Kraft und Herrlichkeit. Da kommt er für diese Welt zum endgültigen Gericht und um seine Kinder heimzuholen, seinem Leib, bestehend aus dem auserwählten Volk Israel, denen die Kindschaft, die Sohnschaft gehört, der Bund, der Testament, der Gottesdienst, der Gesetz, die Herrlichkeit und die Verheißung. Und weiterhin bestehend aus denen, die durch das Werk Jesu Christi diesem Testament Israels hinzugefügt worden sind, indem sie durch den Glauben und die Beschneidung am Herzen, also durch die Taufe, diesem Testament Israels hinzugefügt wurden. Epheser 2, Römerbrief Kapitel 11. Das ist der Leib Christi. Und den holt der Herr zum Ende bei seiner Wiederkunft in Kraft und Herrlichkeit zu sich. Zum Beispiel auch, dass er
Israel die Verheißung gehört. Das ist die Verheißung Abrahams, der laut dem Hebräerbrief ja diese Verheißung noch gar nicht empfangen hat. Weil der hat ja bekannt, dass er hier lediglich Fremdling ist, auf der Durchreise, auf der Suche nach dem Himmlischen, nach der himmlischen Stadt, dessen Baumeister Gott selbst ist. Da geht es also um diese neue Schöpfung. Die Verheißung, die uns der Herr gegeben hat, ist doch keine irdische Verheißung, ihr Lieben. Die Verheißung für diese Welt ist das Feuer. Dieser Erde ist ein Ende gesetzt. Unkraut und Weizen. Diese Welt hat nur eine Aufgabe zu erfüllen, als Ackerfeld. Nämlich, dass der Same, der gute Same und der schlechte Same, aufgeht, zusammen aufwächst. Bis wann? Bis zum Ende der Zeit. Bis zum Ende dieser Welt. Und dann wird der Herr seine Engel senden. Die werden das Ackerfeld abernten. Und dann kommt das Jute in die Scheune und das Schlechte ins Feuer. Und dann gibt es keine... gibt es keinen Verwendungszweck mehr für diese Welt, für diesen Ackerfeld. So dass sie ja bei seiner Erscheinung fliehen wird und keine Stätte mehr für sie gefunden wird. Und er auch diesen Himmel zusammenrollen wird wie eine alte Buchrolle und das ablegen wird wie ein altes Gewand. Sondern wozu uns der Herr einlädt, ist etwas Unvergängliches, Ewiges, Unverweltliches, Herrliches. Was er dann uns in Bildern erklärt, wie mit einem himmlischen Jerusalem oder einen neuen Himmel oder eine neue Erde. Das sind alles nur Bilder, ihr Lieben. Damit wir das mit unserem beschränkten Verstand wenigstens halbwegs auf die Reihe bekommen. Aber da werden jetzt keine Gassen aus Goldbarren sein, ja, wie der dicke Schaf immer sagt. Und dann werde ich mir Goldstücken aus dem gepflasterten Weg rauspickern. Das ist alles Quatsch. Ja, das ist kindlich. Nee. Es ist ganz einfach, dass der Herr uns da in Bildern versucht zu erklären, was uns erwarten wird an Herrlichkeit. Wenn der Herr diese Himmel hier aufreißen wird und wir diese Dimension sehen werden, die hat nichts mit dem zu tun, was wir hier sehen. Das ist lediglich seiner Hände Werk. Das ist ein Schatten seiner selbst. Das hat nichts mit dem zu tun, was uns erwartet. Und das ist das Evangelium vom Reiche Gottes, woran der Mensch nur teilhaben kann, wenn er selbst zu einem Kind Gottes wird, also geboren wird aus Wasser und Geist. Aber das setzt voraus, dass der Mensch das Urteil Gottes über sein Fleisch, über sein gottloses Wesen anerkennt und sich richten lässt. Durch die Taufe, indem er sich mit Christus kreuzigen und begraben lässt. Das ist die Richt über das gottlose Fleisch. Um dann aufzuerstehen zu einem neuen Leben in Christus Jesus und somit Anteil hat, bereits jetzt schon in diesem irdenen Gefäß an dem Reich Gottes. Denn es kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern ist inwendig in euch. Denn da, wo Christus ist, ist Reich Gottes. Halleluja. Doch der Mensch will es nicht. Er lehnt es ab. Und das hat die Konsequenz, die wir gerade gelesen haben, dass Gott ihm dann den Geist des Irrtums senden wird. Das ist der Fall, der absolute Fall. Was mir dazu zum Beispiel noch eingefallen ist, ist auch ein Wort aus den Sprüchen, was ich sehr liebe, woran man sieht, dass der Ratschluss Gottes ewig ist, sein Wort ist ewig. Das hat nicht erst dann und dann begonnen, sondern es ist immer ein und dieselbe Botschaft gewesen. Immer. Und zwar steht es in Sprüche 1, ab Vers 22 bis 33. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und die Spötter Lust zur Spötterei und die Ruchlosen die Lehre hassen? Kehret euch zu meiner Strafe. Siehe, ich will euch heraussagen meinen Geist und euch meine Worte kundtun, weil ich denn rufe und ihr weigert euch. Ich recke meine Hand aus und niemand achtet darauf und lasst fahren allen meinen Rat und wollt meine Strafe nicht. So will ich auch lachen in eurem Unglück und eurer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet, wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet
und euer Unglück als ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt. Und dann werden sie nach mir rufen. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Und warum? Darum, dass sie hassten die Lehre und wollten des Herrn Furcht nicht haben, wollten meinen Rat nicht und lästerten all meine Strafe. So sollen sie essen von den Früchten ihres Wesens und ihres Rates satt werden, was die Unverständigen gelüstet, tötet sie, und der ruchlosen Glück bringt sie um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten. Halleluja. Darum, dass sie hassten und wollten des Herrn Furcht nicht haben. Das ist der Ruf, ihr Lieben, in der Offenbarung, der letzte Ruf: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Halleluja. Und weiter heißt es dann in der Offenbarung, nachdem nun dieser Ruf gekommen ist, der Mensch das verworfen hat, obwohl sie Gott erkannten. Seht ihr, da gibt es ja noch die Stelle im Römerbrief. So steht es ja auch im Römerbrief, dass diese Konsequenz des Dahingebens, des Sendens, des Geistes, des Irrtums, ja, ist ja eine Konsequenz dessen, dass der Herr sich, dass der Mensch sich vorher hat nicht warnen lassen, seine Lehre gehasst hat, die Strafe nicht wollte. Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit und Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Da kommt nicht Neues hinzu, ihr Lieben. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, nämlich an den Werken, an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Ja, an einem Bild sehe ich, dass es einen Maler gibt. Und anhand der Schöpfung sehe ich, dass es einen Schöpfer gibt. Ganz einfach. Die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als ein Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Der Mensch hat sich sein eigenes Gottesbild gemacht, weil ihm das Wirkliche nicht in den Kragen passt. Dieser Schöpfer von Himmel und Erde und sein Absolutheitsanspruch: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst mich lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das will der Mensch nicht, sondern er lebt in diesem rebellierenden Geist der Sünde, der sich dem Wort Gottes nicht unterwerfen möchte. Er selbst will herrschen, sein eigener Gott sein, sein eigener Herr sein. Also schafft er sich selber ihm verträgliche Gottesbilder. Ganz einfach, um selbst eigengemachte Christusse, so wie der Herr das ja in der Endzeitrede ausführt: Sie werden kommen in meinen Namen und werden viele verführen, in seinem eigenen Namen. Ein Christusbild, das sich eins geworden ist mit diesem Weltgeist und nun Hand in Hand mit ihm zusammen eine Jochgemeinschaft gebildet hat. Ja, was hat Christus mit Bilian zu tun? Was hat das Licht zu schaffen mit der Finsternis? Was hat die Lüge zu schaffen mit der Wahrheit?
Die Christen haben es geschafft, sich nicht mehr von dieser Welt verfolgen zu lassen, sondern sich mit ihr einig zu werden, auf ihren Rücken zu springen und sich von ihr tragen zu lassen. Das ist der Abfall, der bereits geschehen ist. Und darum hat sie auch Gott dahin gegeben, in ihrer Herzensgelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und darum hat sie Gott auch dahin gegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahin gegeben, im verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, ja, Geldliebe, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, Schädliche, den Eltern ungehorsam, Unvernünftige, Treulose, Lieblose, unversöhnlich und unbarmherzig. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Schaut euch doch mal die westliche Welt an, Europa, die ganze Welt. LBGQ+, Schwulen, Lesben, Transgender, Ehe, Mann, Frau, Familie, Kinder, alles ist aufgehoben. Gut wird zu böse, süß wird zu sauer, gerade wird krumm gemacht, Diabolos durcheinander geworfen. Das ist genau das, was hier gerade passiert. Und zwar, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht als denselben geehrt und ihm die Ehre gegeben. Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Das, was wir überall sehen, ihr Lieben, ist Gericht Gottes. Er hat sie bereits dahin gegeben. Und dieser Abfall, den ich gerade versuche zu beschreiben, den ich erlebe in einem Austausch mit Menschen, mit denen ich rede, gerade auch mit gläubigen Menschen, die ich rede, wird immer deutlicher und immer offenbarer, wie weit wir eigentlich schon fortgeschritten sind. Vor 2000 Jahren wurde gesagt, ja, wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber in derselben Schrift steht auch geschrieben, es ist die letzte Stunde. Das war vor 2000 Jahren. Was haben wir denn jetzt? Und dieser Abfall, der bereits weltweit stattgefunden hat, wird dann nur noch offenbar. Und das ist die Botschaft des dritten Engels. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt sein Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich kenne die Stelle jahrelang, habe sie oft gelesen, wir haben auch Videos schon gemacht. Aber gerade in der letzten Zeit, wo uns das so beschäftigt, dass der Mensch diese heilsame Lehre verlassen hat, dass die Ungerechtigkeit Überhand genommen hat, dass die Liebe zur Wahrheit bereits erkaltet ist, dass diese weltweite Verführung
bereits stattgefunden hat, ist halt sehr erschreckend. Und hier wird es halt nochmal zusammengefasst. Einmal der Ruf zur Buße, zur Umkehr, weil die Zeit seines Gerichts gekommen ist. Es ist also der letzte Warnruf Gottes. Und diese Hure als nächste dann gefallen ist, weil sie diesen Ruf nicht angenommen haben, weil Gott sie dahin gegeben hat, weil sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen konnten, sondern sich Lehrer gesucht haben, nach denen ihnen die Ohren jucken. Der fromme Verfall zur Endzeit. Weil natürlich ist es ein weltweiter Zerfall, Ethik und Moral, sämtliche Dämme sind gebrochen, aber der Ursprung dessen liegt ja im Abfall des Salzes und Lichtes der Erde, da diese ihre Berufung verlassen haben. Denn in dieser Hure, so steht es in der Offenbarung, war ja mal die Stimme des Bräutigams zu hören, hat ja mal das Licht gebrannt. Aber sie ist immer mehr abgefallen. Ja? Jakobus 4,4, ihr Ehebrecher. Wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Denn wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das ist geistliche Hurerei. Die vermeintliche Braut ist eins geworden mit diesem Geist dieser Welt. Sie sind ein Fleisch geworden. Und deswegen sind sie eins. Und das ist der Fall dieser Hure, weshalb der Herr ja in der Offenbarung, Kapitel 18, Vers 4 und 5, sein Volk herausruft aus dieser großen Stadt, dieser Hure, weil er diese Städte richten will, ein zwiefaches Gericht. Einmal dieser Welt ins Herz legt, diese Hure, nachdem er sie benutzt hat, wie eine Prostituierte, abzustoßen, und so steht es in der Offenbarung, weil er sie benutzt hat, um das Evangelium vom Reiche Gottes zu verwässern, aufzuweichen, sodass es ja nicht mehr das Evangelium des Reiches Gottes ist, sondern ein verkehrtes und verfluchtes, ein dieser Welt angepasstes Evangelium ist, was das Wort Evangelium überhaupt nicht mehr verdient hat. Dann wird er sie abstoßen. Das hat der Herr dieser Welt ins Herz gelegt. Und das zweifache Gericht deshalb, weil der Herr diese Städte dann nochmal richten wird. Das ist dann das endgültige Gericht, die Vollstreckung. Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Und dieser Abfall, der ja da bereits stattgefunden hat, wird dann nochmal offenbar. Er kommt ans Tageslicht, er wird sichtbar. Und zwar worin? Indem diese abgefallene Welt den anstatt Christus, den ins Fleisch gekommenen Teufels, den Sohn des Abfalls, als ihren Erretter und Erlöser anbeten wird, der hier ein neues Zeitalter des Friedens und der Sicherheit errichten wird, nachdem er sie zuvor ins absolute Chaos gefahren hat. Und zufälligerweise warten 80-90% der Evangelikalen auf ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden, wo Weltfrieden herrschen wird. Das wird erfüllt. Diese falsche Hoffnung, die dieser anstatt Christus seit Jahrtausenden von den Kanzeln in der abgefallenen Christenheit predigt, wird er erfüllen. Und alle werden auf ihn abfahren. Außer die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Die sagen, mein Reich ist ja nicht von dieser Welt. Ich bin ihrer Welt, dieser Welt und ihren Maßstäben gekreuzigt. Ich bin auf der Durchreise, ich bin Fremdling, ich bin Pilgrim, auf der Reise ins himmlische Jerusalem, auf die Verheißung, auf die auch Abraham wartet. Neuen Himmel, neue Erde. Und nicht das hier, was für Feuer bereitet ist, dieses Ackerfeld. Damit habe ich überhaupt nichts zu schaffen. Sondern sage euch, dass das alles für Feuer bereitet ist. Lasst euch warnen, tut Buße. Und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, auf dass ihr Anteil bekommt an dem Reiche Gottes.
was dann offenbar wird, wenn der Herr kommen wird in Kraft und Herrlichkeit und die Kinder Gottes mit ihm offenbar werden und wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht und ihm gleich sein werden. Die, die bis zum letzten Atemzug dem Herrn den Raum gegeben haben, dass er in und durch sie bis zum bitteren Ende seine Liebe in diese Welt hat einfließen lassen. Bis zum bitteren Schluss. Das ist der Beweggrund, das ist die Motivation. Der Herr macht sich doch nicht vorher vom Acker, still und heimlich. Das ist typisch der Mensch. Das passt auch so schön zum Acker, ja? Diese Welt. Der Herr macht sich doch nicht vorher vom Acker. Bis zum bitteren Ende ist er durch seine Glieder in dieser Welt und bekennt und bezeugt, dass diese Welt böse ist, dass er umkehren muss, dass er eingeladen ist zu einer neuen, lebendigen Hoffnung in Christus Jesus. Sie müssen das nur glauben und sich taufen lassen. Dazu lädt er sie ein. Und da macht er sich nicht vorher heimlich und still vom Acker. Das ist ja das, wo er sagt, ich war die ganze Zeit mitten unter euch. Wo haben wir dich hier nackt gesehen, Herr? Wo warst du im Gefängnis? Wo warst du hungrig? Da. Wer einen meiner geringsten Brüder aufgenommen hat, der hat mich aufgenommen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und den, der mich gesandt hat. Der Herr war die ganze Zeit mitten unter euch. In dieser von ihm abgefallenen Welt. Durch seine Glieder an seinem Leib. Aber nicht, um sich hier einzurichten auf diesen für das Feuer bereiteten Acker, sondern um einzuladen. Zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Halleluja. Und dieser Abfall wird dann offenbar, wenn diese ganze Menschheit diesen anstatt Christus anbeten wird, verherrlichen wird, begeistert ist von ihm, was sie ja jetzt schon sind. An diesem Zeitpunkt wird es nur offenbar, wessen Geisteskind sie wirklich sind. Und das wird der Herr zulassen, damit es ans Licht kommt, sichtbar wird. Wie bei Nebukadnezar und seinem Standbild. Das war für alle ersichtlich, wer von Gott ist und wer nicht. Die haben sich alle hingeworfen bei dem Schall der Posaune. Außer drei, die sind stehen geblieben. Das war offensichtlich. Und so wird es auch zum Ende der Zeit sein, wenn dieser falsche Prophet mit dem anstatt Christus offenbar wird, sie ein Bild errichten lassen werden, durch die Menschen, die ganze Menschheit ihn anbeten wird und das Bild anbeten wird und sich ein Zeichen machen lassen wird an die rechte Hand und an die Stirn. Da wird dieser Abfall, der zuvor stattgefunden hat, weil sie den Ruf der Umkehr, der Buße und der Absonderung abgelehnt haben, dieser Abfall wird da dann nur noch offenbar, sichtbar. Halleluja. Und darauf laufen wir volle Kraft zu. Und das ist, was wir in den letzten Tagen als Brüder in Gesprächen, in einem Austausch mit vielen Gläubigen aus sämtlichen Richtungen immer mehr feststellen. Und das wollte ich einfach nochmal mit euch teilen. Und das sind die Erkenntnisse, die der Herr schenkt durch sein Wort, durch seinen Geist. Und wir dennoch nicht aufhören werden, das weiter zu rufen, einzuladen. Paulus sagt das an einer Stelle, und das ist ein schönes Schlusswort für dieses Video. Da sagt er an einer Stelle, jetzt frei gesprochen, dass er hofft, dass es besser um sie bestellt ist, als er es vernimmt, ja, als der Geist Gottes ihm das aufschließt. Dass da also noch Raum zur Buße da ist, dass die Tür noch nicht geschlossen ist. Und das ist ja dieses, was uns bewegt, motiviert, antreibt. Ihr rettet sein, ihr rettet Sinn. Egal wer, weil ewige Verdammnis, da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es keine Umkehr mehr. Wer das Zeichen annimmt an die rechte Hand und Stirn, für den ist der Zug abgefahren. Das kommt der Lästerung des Heiligen Geistes gleich, weil sie ja den Feind Gottes, den Widersacher Gottes, den Ursprung der Sünde anbeten und verherrlichen als ihren Gott. Das wird dann sichtbar. Und deswegen gibt es da auch keine Umkehr und keine Buße mehr. Wir hoffen, dass es noch vereinzelt Menschen gibt, dass heute noch Tag der Gnade ist.
heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket doch eure Herzen nicht. Tut Buße, ihr Lieben. Verlasst all diese weltlich-religiösen Jochgemeinschaften, die sich den Namen Gemeinde Christi auf die Fahne geschrieben haben, aber mit dem Christus der Bibel überhaupt nichts zu tun haben. Wirklich, nehmt euch die Bibel, nehmt euch das Wort Gottes, fangt an zu lesen und zu prüfen und wirklich von ganzem Herzen nach ihm zu rufen. Denn noch steht dieses Wort. Wer mich vom ganzen Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Machtet, es geht um eure Seele, es geht um eure Ewigkeit und nicht um Rechthaberei. In dieser Gesinnung wünsche ich euch wirklich die Erkenntnis der Wahrheit, die es allein in Jesus Christus gibt. In dieser Gesinnung, Maranatha.